Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Twitch-Highlight-Video. Denn wir hatten an meinem Geburtstag, falls ich frage, wann das ist der 28.8. gewesen, da hatten wir einen richtig coolen Livestream mit vielen Leuten von euch. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr mit dabei wart. Und da haben wir als erstes alle gemeinsam Stegosaurus gespielt. Und ihr seht schon hier die Armee, die läuft hier schon Richtung Center. Falls ihr euch fragen solltet, warum wir alle schon komplett ausgewachsen sind, auf dem Server, wo wir gespielt haben, ist es so, dass man alle 3 Stunden ein Grow bekommt. Und wir haben uns halt kurz vor diesem Grow alle den Stego geholt, sind dann alle direkt zum Adult geworden. Aber das heißt natürlich auch, dass alle anderen Spieler auf dem Server auch komplett ausgewachsen sind. Und das große Problem ist, dass wir gleich einen Fluss durchqueren müssen, in dem vermutlich ganz, ganz viele hungrige Dinos auf uns warten. Noch ein paar kleine Infos, bevor es weitergeht. Falls ihr auch mal bei so einem Livestream mit dabei sein wollt, ich verlinke euch unten meinen Videokanal, meinen Twitch-Kanal in der Videobeschreibung, wollte ich sagen. Dort könnt ihr mal vorbeischauen, vielleicht ein Follow dalassen. Und wenn ich dann live gehe, solltet ihr eigentlich darüber informiert werden. Und dann könnt ihr vielleicht auch mal bei so einem Livestream mit dabei sein. Und wo wir das hier gerade sehen, da ist jetzt gerade so eine Einblendung, die seht ihr oben rechts. Das sind halt die Alerts, die kennt ihr sicherlich bei Streamern. Es kann auch mal sein, dass Knusperdinos oder so durchs Bild fliegen. Oder irgendwelche Emotes, das kommt halt vom Chat. Also wundert euch da nicht, wenn da mal irgendwie was komisch aussieht. Und jetzt beginnt hier auch die heiße Phase, denn jetzt kommen wir zu dem Fluss, den wir gleich durchqueren müssen. Und da waren auch wie vermutet ganz viele hungrige Dinos drin. Und die waren auch alle ausgewachsen, das heißt, die waren echt eine Bedrohung, wenn wir da durchschwimmen. Also, wie kommen wir jetzt darüber? Streamst du öfters? Ich versuch's, ja, auf jeden Fall. Wow, frech! Hack ihn! Hier sind 13 Full-Grown Dinies, okay. Da schwimmt einer rüber! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat's geschafft! Oh mein Gott, er hat's geschafft! Let's go! Kommt! Jawoll! Schwimmt bei Stego! Lebend! Oh Gott, rennt! Haben alle überlebt? 9% Leben, holy! Ich hab 50 abbekommen. Alter, die Dinos, wie sie nur gelungert haben. Nicht zu nah am Wasser chillen, wenn ihr wenig Leben habt. Bin tot? Nein, wirklich? Ist echt jemand gestorben? Oh nein. Oh. Suche kommt jetzt. Ich sag ja, Suche muss gehackt werden. Mir ist auch alles wieder gut. Ich stelle mich mal hier ganz an den Rand. Wir warten mal. Drin kommen auch. Das ist einfach nur schön. Dieses Schlammloch ist viel zu klein für uns alle.
Muss ich mal eben aufnehmen. Los, suhlt euch alle. Anschließend gab es dann einen Server-Restart und wir hatten nach dem Restart geplant zu nesten, was wir dann auch getan haben. Allerdings hatten wir schon einige Leute aus unserer Gruppe verloren, weil manche sind, glaube ich, ausgelockt und andere sind gestorben durch andere Stegos und beim Trinken. Es war ein bisschen chaotisch alles. Als die ersten Eier dann schon gelegt waren und angefangen wurde, diese auszubrüten, haben sich die Männer auf den Weg gemacht, um halt ein bisschen Food aufzufüllen und Kürbisse zu holen, damit wir halt auch die Kinder ernähren können. Und auf dem Weg zu den Kürbissen haben wir dann diese Stegos gesehen und es wurde auch schon öfter im Chat geschrieben, dass andere aggressive Stegos Jagd auf Stegos machen. Deswegen waren wir schon so ein bisschen vorsichtig. Das sind doch böse Stegos da vorne, oder? Die müssen wieder zu unserer Herde, glaube ich. Sind das da böse? Oh Gott, das ist jetzt voll Chaos. Wer gehört jetzt zu wem? Leute, hier sind böse Stegos. Wir müssen zum Nest zurück. Liebe Weibchen, könnt ihr euch mal eben kampfbereit machen? Ich glaube, der hier gehört zu uns. Da kommen zwei, ja. Oh, das sind auch 5 Stück. Oh Gott. Immer Kopf jetzt, okay. Wir sind 6, da hinten kommt noch einer. Ich glaube, wir sollten abhauen. Oh Gott, warum sind wir denn nur so wenige? Sie kommen. Wir machen das Nest kaputt, wenn es geht. Oh Gott, sie kommen angehoppelt. Das Gemetzel beginnt gleich, ich spüre es. Kinder, versteckt euch. Oh Gott, sie kommen. Lauft. Rückzug. Als wir dann auf der anderen Seite den Wald wieder verlassen hatten, haben wir wirklich gehofft, dass die aggressiven Stegos eventuell das Interesse verloren haben und uns nicht mehr verfolgen. Aber leider war dem nicht so. Diese haben uns weiterhin verfolgt und über die Wiese gejagt. Wir haben dann sogar das Risiko auf uns genommen, alle durch den Fluss zu schwimmen, in der Hoffnung, dass die vielleicht ans Risiko nicht eingehen. Weil momentan waren ja echt viele Dinos auf dem Server unterwegs, das habt ihr ja vorhin schon gesehen. Aber selbst dieses Manöver hat die anderen Stegos leider nicht aufgehalten. Letztendlich wurden wir bei dieser spannenden Verfolgungsjagd komplett vom Norden bis in den Süden der Karte getrieben. Aber wir wollten sowieso dann in den Süden, weil dort hatten wir schon einen Platz, wo wir gerne nesten wollten. Wir sind da, Leute. Unser Ziel. So, ein Weibchen zu mir. Komm mal her, Lu. Dann haben wir wieder alles so weit aufgebaut. Leider alles ein bisschen kleiner diesmal. Nur noch 2 Nester, weil wir nur noch 4 erwachsene Stegos waren. Und dann haben wir wieder die Eier gelegt und angefangen, diese auszubrüten. Aber leider wurden wir dabei schon wieder gestört von einem komischen Stego, der uns beobachtet hat. Deswegen haben wir diesen erstmal umstellt und ihn zur Rede gestellt. Jetzt tut er mir gerade leid, weil er nichts macht. Sind seine Freunde hier? Aber der schreibt ja auch nichts. Bin verwirrt, was machen wir denn jetzt? Und das warten, ja. Das ist zu viel Mitleid. Ja, ich würde ihn auch gerne in unsere Herde aufnehmen, wenn er friendly ist. Sympathisch. Er hat Sucho getötet. Lass ihn adoptieren. Der hat mich beschützt. Okay, drauf da.
Stevie, du stehst ja ganz schlecht. Ich sag's doch, einfach zerhacken sollen. Wo seid ihr, Leute? Warum kommen die nicht mit, meine Mates? Ja, wo sind denn meine Leute? Hä? Der will mich, Leute. Wo seid ihr? Oh, Kinder, geht weg! Warum kommen die anderen nicht, die anderen Adults? Ich blute halt. Mal Ablenkung wegen den Eiern glaube ich nicht. Er blutet aber auch. Los Adults, holt sie euch. Geht einfach rauf, sagt den. Der ist angeschlagen. Ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen. Die sind alle viel zu friedlich. Oh Leute. Ja, hackt den jetzt. Oh, ich eigentlich so viel Blut hier. Nachdem die Blutung dann regeneriert war, habe ich eigentlich gehofft, dass der Stego sich verzogen hat und wir dann in Ruhe da nesten können. Aber der Stego war immer noch da. Und mit diesem Stego war auch immer so ein bisschen die Angst da, dass der auf seine Kollegen wartet und die dann wieder über unseren Nestplatz herfallen wollen. Er kann auch einfach zu uns kommen. Ich verstehe das nicht. Was hat er? Das ist denn sein Plan? Scoopy, danke für dein Follow. Wer auch immer da neben ihm steht, sollte aufpassen. Aua. Okay, die anderen sind auch da, Leute. Das ist die Trap. Wir hätten ihn einfach hacken sollen. Haut ab. Rückzug. Fast tot. Brauch Hilfe. Das war die Trap. Wir sind zu gutherzig, Leute. Viel zu gutherzig. Hilfe. Erwachsenen, kommt mir bitte entgegen. Hilfe. Hilfe. Ich verblute. Kommt mir entgegen. Bitte, kommt her. Helft mir! Oh Gott. Ja, es war halt klar. Die sind halt hinterhältig. Ihr müsst mich verteidigen. Okay, es hat sich auch beinahe ausgelockt. Was zum... Ich werde sterben. Verblute halt. Oh, blockt mich bitte nicht, Babys. Ihr müsst halt fighten, Erwachsenen, sonst. Also ich werde verbluten sonst. Ich muss mich hinlegen. Und ich bin dead. Okay. Okay, no one cares. Wo bin ich denn hier? Ich will nicht mehr leben in dieser Familie. Ich muss mich hinlegen, ich kann nicht, ja.
Und nach diesem eher misslungenen Stego-Fight ging dann der nächste Spaß los, denn wir haben ungefähr mit insgesamt 20 Carnotaurus versucht, die Insel zu übernehmen. Das war schon echt sehr, sehr verrückt, muss ich sagen. Diesmal habe ich im Discord auch zwei Mitspieler gehabt, nämlich Bluesucho und Jess T. Wir sind dann erstmal alle gemeinsam losgezogen. Hier könnt ihr dann mal alle von oben sehen. Das dürften um die 20 Stück sein. Allerdings müsst ihr bedenken, es waren auch nicht alle hier auf dem Bild zu sehen und es waren auch noch Nachzügler da und Leute, die die Gruppe noch nicht gefunden hatten. Also es waren noch ein paar mehr Kanus insgesamt. Und das hier ist passiert, wenn diese Kanutruppe auf Beute gestoßen ist. Das ist jetzt ein ganz, ganz armer Tenontosaurus, der gar nicht wusste, was passiert. Und dann kam die Carnotaurus-Armee, hat ihn niedergerammt. Und dann war es wirklich ein schnelles Ende. Holt euch den Teno! Los! Jagd, Leute! Oh Gott, der Jagd. Arme! Oh Gott! Auf den Teno! Hier ist er! Leute, ihr müsst gucken, wo ihr hier hinweist. Jawoll! Jawoll! Die Heuschreckenmeute hat's geschafft. Alter, müssen sich alle darüber hermachen. Das ist nicht mehr normal, Sucho. Es ist einfach nur heavy. Es ist einfach nur heavy. Aber es ist halt einfach nur ekelhaft. Oh nee, ich hab nichts abbekommen. Falls ihr auch mal bei so einem Chaos mit dabei sein wollt, in der Videobeschreibung findet ihr meinen Twitch-Link. Nachdem wir ganz viel rumgeschrien haben, alles erlegt haben, was es da in dem Bereich gab und auch alles zerfressen haben, wie so eine Heuschreckenplage, sind wir aber weitergegangen zu unserem ersten gefährlichen Ziel, nämlich einem Fluss, den wir überqueren mussten. Wieso denn rüber? Was willst du da drüben? Ich will dann am besten laufen. Okay, ja. Okay, schon alle mal rüber. Vor. Oh, einer wird gegrabt! Oh, einer wird. Oh! Hack das Croc! Shit! Einer ist weg! Scheiße! Schwund ist immer! Nee, er lebt! Er ist rausgekrabbelt, oder? Ist das nicht der mit dem Fleisch im Maul gewesen? Ihr müsst jetzt alle bedrohlich eigentlich nochmal schreien hier. No! Wieder noch einer gegrabt! Er beißt den! Oh nee! Okay, Leute, einfach weiterziehen. Weiter. Ich schwimme da jetzt aber nicht alleine rüber. Jazz wird auch gegrabt. Ich gucke jetzt live zu, wie Jazz weggegrabt wird. Jazz, du bist auf Kamera, los. Das Croc wartet hier schon, das weiße Jazz. Geh nicht. Jazz, du bist die Letzte. Wer ist gestorben? Ja, das frage ich mich auch. Das ist sad, aber... Oh, fuck. Das Croc kommt. Beißt es. Jawohl, zerbeißt es. Es kann nicht weg. Jawohl. Zerbeißt die Sau. Ist es tot? Nee. Nee. Vorsicht, dass es dich nicht grabbt. Jess, du musst rüber, wenn Action ist. Ja, aber da ist doch noch ein zweites. Das wartet doch nur, dass ich ins Wasser gehe. Ich glaube, das guckt eher auf uns, oder?
kannst du, glaube ich, durchsprinten. Das hat aber keine Ausdauer mehr. 1, 2, 3 rüber. Komm. Komm, komm. Oh ja. Sehr schön. Oh nein, einer hat's erwischt. Okay, er ist frei. Sehr gut. Okay. Alter, dieses Gemetzel, wir müssen hier weg, Leute. Das bringt uns nichts. Oh Gott. Aber das weiße Proc ist echt low, oder? Nee, ich weiß es nicht. Hau ab da. Kano. Ja, oh nee. Sind beide tot. Geht weg. Haut einfach ab. Wir gehen weiter. Komm. Das reicht. Oh Gott. Alter Schäde. Danach sind wir alle gemeinsam was trinken gegangen. Und dann sind wir auf das hier getroffen. Stego haben die gefunden. Okay, Sucho, ihr müsst gleich kommen. Hier ist ein Stego. Jetzt geht's los. Der rennt in den Wald, der sieht uns zukommen. Jawohl, wir haben ihn umzingelt. Leute, belagert ihn einfach, bis seine Stamm weg ist. Einfach nur belagern. Das hat er noch nie erlebt, in the Eye. Oh nein, der eine... Okay, ein Kano schon... Zwei Kanos sind schon tot, weil sie einfach rangegangen sind. Belagert ihn einfach, chillt. Der hat eine riesen Hitbox, ihr könnt den nicht beißen. Hi. Such es auf dem Weg, der Stego ist gefangen. Schwund ist immer. Oh, der Stego bewegt sich. Geld extra noch nicht rein, weil ich das alles auf Kamera festhalten will. Jetzt will ich mehr kämpfen. Warum fressen die einen anderen Kano? Oh Gott. Weiß ich nicht. Also ich fresse jetzt auch schon einen. Hat er dich erwischt? Ja. Oh mein Gott, der hat mich gewone-shottet. No. Ja, Kopfhit. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die bei dem Livestream mitgemacht haben. Ich hatte richtig viel Spaß und wir waren richtig viele. Wir waren über 20 Kanos. Ich fand das richtig gut. Und ich würde mich halt freuen, wenn vielleicht das nächste Mal noch mehr von euch mitmachen wollen bei sowas. Dann können wir noch verrücktere Dinge auf die Beine stellen. Vielleicht 30 Pachis, 30 Gallis oder sogar 30 Dinos. Stellt euch das mal vor. Dann machen wir einfach komplett die Flüsse unsicher. Und falls euch diese kurze Zusammenfassung von meinem Geburtstags-Livestream gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.